Das, die Asche ist auch sehr gesund. Man hat auch früher Ziegenkäse in der Asche gewendet und von daher ist es absolut super, das zu essen. Grüezi, liebe Hexenfreunde, und herzlich willkommen. Heute werde ich euch ein Brot backen, ein wunderbares Brot aus der Kohle der Arve. Und ich werde euch die Geheimnisse und die Zauberei des Feuerringes erklären. Hier habe ich Salz, das ist von B im Mattland, eine Saline. Und sie sagen, dass ihr Salz sei Jahrmillionen alt. Und sie sagen auch, dass Salz Kristalle sind. Und meiner Erachtens sind so, dass Kristalle können Klänge aufnehmen. Das heißt Schall oder eine Klangwelt oder Musik oder so kann man auf das Salz spielen. Und dann halt sagen so, ich habe jetzt da ein Ferrari-Salz, wenn man das Salz auf einen Ferrari-Motor setzt oder wie auch immer. Und natürlich die Salze, die schmecken überhaupt nicht besser, wenn sie beklangt sind. Aber philosophisch gesehen ist es etwas Wunderschönes und wissenschaftlich gesehen auch. Das heißt, das ist ein Feuerring, der Original-Feuerring. Und der Feuerring ist wie eine Klangschale und darum, wenn ich mit dem Feuerring beginne zu arbeiten, gebe ich das Salz auf den Ring. So. Dann haue ich drauf. Der Nachhall geht noch ganz lange mit, schwingt immer noch mit. So, jetzt nehme ich das Salz wieder zurück. Das ist das Ritual, wo ich beginne, wenn ich mit dem Feuerring arbeite. Dann das zweite, was ich jetzt mache, ist, ich zünde das Feuer an. Und das ist auch ein Ritual mit meinem Zündstein. Werde ich jetzt gleich zeigen. Ich mache jetzt ein Kohlenbrot. Ich nehme ein Teil Ruchmehl, ein Teil Weißmehl, ich nehme Hefe und natürlich wie Stunden davor oder Tage davor braucht es immer weniger Hefe. Das heißt, jetzt mache ich ein schnelles Brot. Das heißt, dass ich brauche ein bisschen mehr Hefe, Salz und Kohle. Und ich habe jetzt da Arvenkohle, also von dem Arvenbaum die Kohle. Ich nehme die Kohle, gebe sie im Mörser rein. So, und mörsere das. Man wird halt ein bisschen schwarz, aber Kohle ist sehr gesund und Kohle, sagt man auch, ist Healthy Food. Das heißt, Kohle bindet Giftstoffe, wenn man sie einnimmt. Und darum das Kohlenbrot und wiederum. Wenn ich ganzheitlich koche und jetzt mit der Arve koche, dann ist ja klar, dann nehme ich auch die Kohle der Arve dazu. Jetzt nehme ich Mehl,
Dann mache ich so eine Mulde, gebe die Hefe dazu. So. Dann nehme ich das Salz, gebe ich ringsherum. So. Die Kohle kommt jetzt rein. Ein bisschen lauwarmes Wasser. Jetzt wird das so gearbeitet. Also jetzt mache ich das Brot fertig, gebe es zum Haben auf ein Stück Holz. Also jetzt backe ich Brot am Feuerring, am Originalfeuerring. Und das heißt, das ist etwas Wunderschönes zu braten, zu kochen. Man kann mit Teppanyaki, man kann hier etwas warm stellen, man kann auf die Kohle gehen und man kann das Feuer schieben und man kann auf der Seite wie backen. Etwas Wunderschönes, ich liebe das, zu kochen mit dem Feuer. Ich schiebe jetzt das Feuer auf die Seite, die Glues. Dann nehme ich die Brote, so, gebe es so rein und schiebe es so hoch. Die Brote, die haben etwa 3/4 Stunde zu backen. Ich muss natürlich immer gucken, dass ich sie kehre, dass ich sie umwende. Und ansonsten ist das wie ein Backofen, ganz genau gleich. Es ist natürlich das Archaischste und schmeckt einfach nach Holz, wie eine Holzofen Pizza natürlich auch viel besser schmeckt weder aus einem normalen Ofen. Und natürlich hier hat es noch Asche dabei und das, die Asche ist auch sehr gesund und man hat auch früher Ziegenkäse in der Asche gewendet und von daher ist es absolut super, das zu essen. Man könnte sogar auch die Asche, nicht die Kohle, die Asche mit Wasser aufkochen und dann hätte man eine Lauge und dann könnte man das Brot in die Lauge setzen und dann erst backen. Dann hätte man wie einen Laugengipfel hätte man da. Die Brote sind jetzt fertig. Ich nehme sie jetzt raus. Es tönt hohl, es ist sehr gut. Wunderschöne Brote. Danke, liebe Hexenfreunde, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Schön wäre es, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Natürlich habe ich einen Hammer-Shop mit tollen Produkten. Den Link zum Shop findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch herzlich und tschüss. Hallo, Levi. Grüezi.